2. November 1989. Lane Cove, Sydney, Australien. Die 78-jährige Dorothy Bienke war gerade einkaufen und ist auf dem Weg nach Hause, als sie in einer ruhigen Seitenstraße von einem etwa 50-jährigen Mann angesprochen wird. Er bietet ihr seine Hilfe beim Tragen der Einkaufstaschen an, worüber sich die 78-Jährige sehr freut. Die beiden machen sich auf den Weg in Richtung ihrer Wohnung und führen eine nette Unterhaltung. Vor Dorothys Tür angekommen, bedankt sich die Rentnerin für die Hilfe des Mannes und bietet ihm an, noch auf einen Tee hereinzukommen, doch der Mann lehnt dankend ab, wünscht ihr noch einen schönen Tag und geht los in Richtung der Hauptstraße von Lane Cove. Was Dorothy nicht wissen konnte, sie war gerade noch im letzten Moment mit ihrem Leben davongekommen, denn nur wenige Minuten später ermordet dieser höfliche und hilfsbereit erscheinende Mann eine andere ältere Dame noch auf dem Rückweg in Richtung Stadtzentrum. Hier begegnet er nämlich der 85-jährigen Margaret Port, die ebenfalls gerade vom Einkaufen zurückkehrt. Als die beiden aneinander vorbeilaufen, dreht der Mann plötzlich um und schlägt der nichtsahnenden Dame mit einem Hammer auf den Hinterkopf. Als sie zu Boden fällt, folgt ein weiterer Schlag, dann greift er nach ihrer Handtasche und flüchtet vom Tatort, wo Margarets lebloser Körper nur einige Minuten später von einer jungen Schülerin gefunden wird. Als die Polizei eintrifft, wird schnell klar, dies war nicht der erste Mord an einer älteren Dame in der Gegend, sondern das Werk eines sechsfachen Serienmörders, der sich später als der 56-jährige John Wayne Glover herausstellen wird. In den nächsten Minuten schauen wir uns die gesamte Geschichte an. Wenn du keine spannenden Fälle mehr verpassen möchtest, dann kannst du diesen Kanal gerne kostenlos abonnieren. Vielen, vielen Dank und viel Spaß mit dieser kurzen Dokumentation. John Wayne Glover wird am 26. November 1932 in Großbritannien geboren. Dort wächst er in der Stadt Wolverhampton als Kind einer Arbeiterfamilie auf und gerät schon als Jugendlicher in Konflikt mit dem Gesetz, nachdem er Handtaschen und Kleidung stahl. Er bricht im Alter von 14 Jahren die Schule ab und tritt der Armee bei, wo er jedoch nach einiger Zeit entlassen wird, als man von seiner kriminellen Vorgeschichte erfuhr. Mitte der 1950er Jahre wandert er von Großbritannien nach Australien aus und nimmt die australische Staatsbürgerschaft an. Es dauert nicht lange, bis John wieder kriminell aktiv wird und 1962 schließlich für mehrere Diebstähle und Übergriffe auf Frauen angezeigt wird. Er bekommt eine 5-jährige Bewährungsstrafe und wird 1965 kurzzeitig inhaftiert, nachdem er für einen Hausfriedensbruch verhaftet wurde. Kurz darauf lernt er seine neue Lebensgefährtin Gay Rhodes kennen, die er 1968 heiratet und ein Jahr später mit ihr nach Sydney zieht, wo die beiden bei Gays Eltern wohnen und zwei Töchter bekommen. John erhält einen Job als Verkäufer und Lieferant für eine Firma, die Fleischpasteten herstellt, womit er schließlich seinen Lebensunterhalt verdient. 1989 stirbt Johns Mutter an Brustkrebs und noch im selben Jahr wird auch bei ihm Brustkrebs diagnostiziert, was bei Männern zwar sehr selten auftritt, aber dennoch vorkommt. Seine Mordserie beginnt 1989 zunächst mit einem Raub. Es ist der 11. Januar, als John die 84-jährige Margaret Todhunter auf offener Straße attackiert. Er parkt sein Auto, steigt aus und schlägt ihr ins Gesicht, bevor er ihre Handtasche durchsucht und einige Wertsachen sowie etwas mehr als $200 mitnimmt. Margaret kann der Polizei zwar den Täter beschreiben, doch die Polizisten halten es für eher unwahrscheinlich, dass man den Täter findet. Der nächste Angriff folgt am 1. März, doch dieses Mal endet er tödlich. John entdeckt die 82-jährige Gwendolyn Mitchell Hill, als diese gerade auf dem Weg zu ihrer Wohnung ist. Er nimmt sich einen Hammer aus dem Auto, versteckt ihn in seinem Hosenbund, festgeschnallt mit seinem Gürtel, und folgt der 82-jährigen bis zu ihrer Haustür. Als sie gerade die Türe öffnen möchte, schlägt er mehrfach mit dem Hammer auf sie ein und steht ihr Portemonnaie samt $100. Zwei Schüler finden die verletzte, aber noch lebende Gwendolyn einige Zeit später, doch sie stirbt kurz nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte. Es gab keine Zeugen und die Ermittler wussten noch nicht, dass sie es mit demselben Täter zu tun hatten, der bereits im Januar den Raub an einer älteren Dame begangen hatte. Etwa eine Woche später fällt ihm die 84-jährige Winfrieda Hoggard Ashton ins Auge, die Witwe des australischen Künstlers Sir John William Ashton. John zieht sich seine Handschuhe an, steckt einen Hammer ein und folgt auch ihr bis zu ihrer Haustür und schlägt sie nieder. Er zieht sie in eine Ecke außer Sichtweite, in der die Mülltonnen der Wohnung standen. Winfrieda ist noch bei Bewusstsein und sie beginnt damit, sich zu wehren, doch John schlägt sie bewusstlos und stranguliert sie mit ihrer Strumpfhose. Er steht ihr Portemonnaie und flieht. Als die Polizei den leblosen Körper der 84-Jährigen sieht, wird ihnen klar, dass sie es mit einem Serienmörder zu tun haben. Alle Opfer waren Frauen in gehobenem Alter und wurden auf eine ähnliche Weise attackiert, bevor der Täter mit ihren Wertsachen flüchtete.
Zwischen Juni und Oktober kommt es zu 6 weiteren Übergriffen auf ältere Frauen, denen ein Mann unter den Rock fasste und 2 der Frauen sogar attackierte. Doch in keinem dieser Fälle konnte eine Täterbeschreibung abgegeben werden. Am 2. November 1989 kommt es zu dem Mord, der zu Beginn dieses Videos beschrieben wurde. Nachdem John Glover, der 87-jährigen Dorothy Bienke, den Einkauf nach Hause trug, lehnte er das Angebot ab, auf einen Tee hereinzukommen. Stattdessen ging er davon und erschlug nur wenige Minuten später die 85-jährige Margaret Pohart, welche ihm auf seinem Rückweg begegnete. Wieder nahm er ihre Handtasche mit und lief davon. Bereits am nächsten Tag suchte er sich sein nächstes Opfer. John entdeckt die 81-jährige Olive Cleveland allein auf einer Bank, direkt vor dem Seniorenheim, in dem sie lebte. Er beobachtet sie eine Weile lang und wartet, bis sie schließlich aufsteht und wieder zurück in Richtung des Eingangs geht. Noch bevor Olive in die Nähe des Gebäudes kommen kann, nähert er sich ihr von hinten und zerrt sie in eine ruhige Seitenstraße, wo er mehrfach auf sie einschlägt und sie schließlich mit ihrer eigenen Strumpfhose stranguliert. Wieder stiehlt er ihr Geld und macht sich aus dem Staub, und den Ermittlern fehlt jede Spur des bisher unbekannten Mörders. 3 Wochen später, am 23. November, kommt es erneut zu einem ähnlichen Angriff. Diesmal beobachtet John die 93-jährige Muriel Falconer, als diese gerade mit mehreren Einkaufstaschen die Straße entlang geht. Er läuft schnell zu seinem Auto, schnappt sich Handschuhe und Hammer und folgt der alten Dame bis vor ihre Wohnungstür. Als sie gerade aufgeschlossen hatte, attackiert er sie von hinten und schlägt mehrfach mit dem Hammer auf sie ein. Er zieht ihr die Strumpfhose aus, als sie plötzlich wieder zu Bewusstsein kommt und nach Hilfe schreit, woraufhin er noch einige Male zuschlägt und die Frau schließlich mit ihrer Strumpfhose erdrosselt. Es dauert nicht lange, bis Muriel von ihrem Nachbarn gefunden wird. Dieser ruft sofort die Polizei, welche am Tatort einen blutigen Schuhabdruck entdeckt und nach einigen Befragungen in der Nachbarschaft sogar die Beschreibung eines Verdächtigen erhält. Es handelt sich um einen kräftigen Mann mittleren Alters mit grauen Haaren, eine passende Beschreibung von John Glover, doch die Identität des Mannes war den Ermittlern weiterhin unbekannt. Dies sollte sich etwa 2 Monate später ändern, als John einen großen Fehler begeht. Am 11. Januar 1990 liefert er während seiner Arbeitszeit einige Pasteten aus, unter anderem auch im lokalen Greenwich Hospital, einem Krankenhaus im gleichnamigen Stadtteil von Sydney. Noch in seiner Arbeitskleidung betritt er die Palliativstation, auf der einige ältere und schwerkranke Frauen lagen. Dort entdeckt er die 82-jährige Daisy Roberts, die an einer fortgeschrittenen Krebserkrankung litt. Er nähert sich ihrem Bett und beginnt damit, die alte Dame unsittlich zu berühren. Diese gerät in Panik und schreit um Hilfe, was eine der Krankenschwestern auf der Station hört und sofort in den Raum stürmt. Sie entdeckt John Glover und stellt ihn zur Rede, doch dieser läuft davon, ohne ein Wort zu verlieren. Die Krankenschwester folgt ihm nach draußen und es gelingt ihr, sein Nummernschild zu notieren und die Polizei zu rufen. Die Polizisten erreichen einige Minuten später das Krankenhaus und befragen alle Zeugen und Angestellten, welche den geflüchteten Mann als John Glover benennen können. Dieser lieferte nämlich regelmäßig Essen in das Krankenhaus und war für einige der Mitarbeiter bereits ein bekanntes Gesicht. Die Ermittler ahnten zu Beginn jedoch nicht, dass es sich bei John um denselben Mann handelt, der auch einige Monate zuvor für die Morde rund um Sydney verantwortlich war. Dennoch nahmen die Polizisten die Ermittlungen auf und kontaktierten die Firma des Pastetenlieferdienstes, damit diese überprüfen, ob John Glover tatsächlich am Tag des Übergriffs im Krankenhaus als Lieferant in dieser Gegend unterwegs war. Und wie zu erwarten, kann Johns Arbeitgeber der Polizei bestätigen, dass sie den richtigen Mann im Visier haben. Mit dieser Gewissheit kontaktieren die Polizisten nun John und bitten ihn, am nächsten Morgen zur Befragung auf der Polizeiwache zu erscheinen. Als John am nächsten Tag nicht wie vereinbart zur Wache kommt, rufen die Polizisten bei ihm zu Hause an, nur um von seiner Frau zu erfahren, dass John sich noch gestern am Abend eine Überdosis mit Medikamenten verpasst hat und nun zur Behandlung im Royal North Shore Hospital liegt. Sie machen sich umgehend auf den Weg in das Krankenhaus, doch John verweigert sich einer näheren Befragung. Plötzlich werden die Polizisten von einer der Krankenschwestern angesprochen. Diese überreicht ihnen einen Zettel, den John vor seiner Überdosis verfasst hatte. Das meiste auf dem Zettel ist sehr unleserlich geschrieben, doch für die Polizisten sticht besonders der Satz "No more grannies" heraus, also keine Omas mehr. Sie stecken den Zettel ein und fahren zurück auf das Polizeirevier, wo sie ihren Kollegen die Notiz zeigten. Die Ermittler sind sich nun sicher, dass es sich bei John Wayne Glover auch um den Täter in den früheren Mordfällen handeln würde, doch es fehlten die konkreten Beweise, um ihn zu verhaften. Sie entscheiden sich dafür, ihn nicht mit dem Verdacht zu konfrontieren und ihn stattdessen rund um die Uhr verdeckt unter Beobachtung zu halten. Dafür brachten sie unter anderem einen Peilsender an seinem Auto an, sodass stets klar ist, wo er sich befindet. Trotz dauerhafter Beschattung wird John Glover am 19. März 1990 einen weiteren letzten Mord begehen.
John fährt zu seiner guten Freundin, der 60-jährigen Joanne Sinclair, wo sie ihm um etwa 10 Uhr morgens die Türe öffnet und ihn hereinbittet. Die Ermittler gingen zunächst nicht von einer unmittelbaren Gefahr aus, da John und Joanne befreundet waren und das Vorgehen bei den anderen Morden von schnellen und raubartigen Angriffen geprägt war. Diese Situation schien ganz anders und mit 60 Jahren war Joanne auch deutlich jünger als die anderen Frauen. Sie und John waren ungefähr im gleichen Alter, weshalb es tatsächlich so schien, als würde er einfach eine Freundin besuchen. Als gegen 17 Uhr nach mehreren Stunden der Beobachtung immer noch keine Bewegung im Haus erkennbar war, kamen bei den Polizisten Zweifel auf. Sie setzten sich mit ihren Kollegen in Kontakt und bekamen gegen 18 Uhr die Erlaubnis, das Haus zu betreten, um sicherzustellen, dass nichts passiert ist, auch wenn ihre Tarnung damit auffliegen würde. Sie klopfen an die Tür, doch es folgte keine Reaktion. Dann schauen sie durch die Fenster und tatsächlich, in einer Blutpfütze auf dem Boden lag ein Hammer. Die Polizisten brechen sofort die Türe auf und stürmen das Haus, wo sie Joannes leblosen Körper finden, schwer zugerichtet mit Hammerschlägen und mit einer Strumpfhose um den Hals. Sie suchen die anderen Räume nach John ab und finden ihn im Badezimmer. Er liegt bewusstlos in der gefüllten Badewanne und wird später zugeben, dass er nach dem Mord an Joanne einen Haufen Valium-Tabletten zu sich nahm, die er mit einer Flasche Whisky herunterspülte, in der Hoffnung, mit einer Überdosis alles zu beenden. Aus diesem Plan wird jedoch nichts, denn nach einiger Zeit der medizinischen Behandlung wird John Wayne Glover der Polizei übergeben und für seine Morde angeklagt. Vor Gericht erklärt ein forensischer Psychiater, dass John mit der Zeit einen immer größer werdenden Hass auf seine Mutter aufgebaut hatte. Als diese im Jahr 1989 verstarb, könnte sich dieser Hass auf andere Frauen im selben Alter gerichtet haben, die repräsentativ für seine Mutter standen. Er wird verurteilt und bekommt 6-mal lebenslänglich. Am 10. November 2005 wird John Wayne Glover im Alter von 72 Jahren erhangen in seiner Gefängniszelle gefunden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kannst du gerne in die Videobeschreibung schauen. Dort findest du eine Playlist mit weiteren kurzen Dokumentationen über andere spannende Fälle. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal.